Kurz vorgestellt, heute geht es um das Spiel Dicke Luft in der Gruft. Dafür solltet ihr 2 bis 6 Personen sein, ihr solltet Minimum 6 Jahre alt sein und eine Runde kann bis zu 30 Minuten dauern. Ja, bei diesem Spiel ist es ähnlich wie bei Memory, man muss sich Sachen merken und zwar muss man farblich passende Vampire, die man in seinem eigenen Besitz hat, in die dementsprechenden Gräber legen. Jedes Grab hat seine eigene Farbe, welches unter dem Deckel liegt, sprich aufdecken, reinschauen, kann ich einen reinlegen, dann ist alles gut, dann kann ich weitermachen. Wenn nicht, ist entweder mein Zug vorbei oder wenn jemand drinnen liegt, bekomme ich sogar einen Strafflock. Das Spiel ist dann vorbei, wenn man als erster alle seine Vampire losgeworden ist. Das Spiel besitzt ein großes Spielbrett, sodass man viel Platz benötigt. Zudem gibt es dann noch die einzelnen Vampire, die vor allem ausgelegt werden müssen. Die nehmen dann auch noch einen gewissen Platz ein. Das Spiel ist so neu leider nicht mehr erhältlich, aber auf dem Gebrauchtmarkt kann man es schon für 20 € erwerben.